Hallöchen und schnurzig willkommen zurück bei Stardew Valley. So, wie ihr jetzt gehört habt, das Krähen des Hahns kommt jetzt erst, nachdem das Bild wieder da ist und nicht schon, wenn es noch ein Schwarzbild ist. Am Anfang vielleicht etwas verwirrend, weil man dann wahrscheinlich immer glaubt, dass es gerade am Regnen ist und dass sich der ein oder andere vielleicht freut. Ah doch, ich sehe es. Ich dachte gerade, was ist das denn? Und sich der ein oder andere vielleicht freut. Juhu, Regen, brauche ich nicht gießen. Ja, dabei ist eigentlich super tolles Wetter. Mit dem, ja, Unterschied, dass der Hahn halt anders gerät. Ist ein bisschen Umgewöhnung, aber das geht schon. Das geht schon. Das ergibt Schlimmeres. Ach, Quatsch. Scheiße, wollte ich doch gar nicht. Ich habe doch genug. 37, das reicht. Das reicht. Aber hier der Mais. Und das. Lalalalalala. So, da kann er mir verkaufen hier. So, wie sieht's heute aus? Immer noch. Hä? Der Mais sieht jetzt auch anders. Ach, bin ich doof? Das sieht jetzt auch irgendwie anders da aus. Das ist echt merkwürdig. Das ist echt merkwürdig. Das waren, glaube ich, zwei Stück, ne? Einmal und zweimal. So, jetzt haben wir schon wieder Dienstag. Stoff. Ach, guck mal, da haben wir noch einen vergessen. Oh, ich glaube, ich müsste mal in die Mine, müsste wieder gucken, ob man nicht vielleicht wieder ein paar Iridiumbrocken abkassieren kann. Weil ich sehe hier nämlich auch öfters mal nicht, wo ich hingieße. Ist natürlich... Ach, super. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht, Sira. Sehr schlau gegossen. Wir könnten ja eigentlich mal wieder in die starke Mine rund. Alter, wo gehst du denn hin, du Horstin? Toll, nochmal Scheiße gegossen. Gut gemacht. Ach, Mann. So. Aber vorher müssen wir noch unsere Tiere pflegen. Lalalala. Lalala. So, natürlich auch kontrollieren, dass auch alles schön passt. Irgendwie ist die Kuh dicker oder ich spinne. Wo seid ihr denn alle? Ja, und das Bäumchen ist immer noch nicht gewachsen. Das sollte eigentlich nach einem Monat ausgewachsen sein. Bung, 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 bung. Bung, 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 bung. So, eine Ziege. Kann man nur alle zwei Tage melken. Das heißt, heute dürfte man sie nicht melken können. Hi. Ja, guck. Hat gerade keine Milch. Milch. Also eine Ziege kann nur jeden zweiten Tag gemolken werden. Ja, toll. Melke die Luft.
Jetzt, komm. Eins, zwei und drei. Ach ja, genau. Ein Ei brauche ich. Ein Ei brauche ich. Zum Kochen. So, und den Ziegenkäse verkaufe ich, weil, soweit ich weiß, ist der Ziegenkäse mehr wert, aber gibt von der Gesundheit her genauso viel wie der normale Käse. Von daher finde ich das so ein bisschen sinnlos, den Ziegenkäse genauso aufzuheben. Ich behalte den normalen Käse auf, für mich, für die Minengänge. Das reicht völlig. Hier, das kommt noch weg. Das kommt noch weg. So, einmal Spiegelei kochen. Juhu, das ist für unser Gemeindezentrum. Und dann benötigen wir lediglich nur noch die Maki-Rolle. Die sich aber zu einem kleinen Problemchen herausstellen könnte. Ich weiß gerade noch nicht mal, wo sie ist. Egal. Weil ich erstmal schauen muss, erstens, wo es sie nochmal gibt. Und zweitens kann es gut sein, dass ich die nur über die Glotze finde. Und das wäre ein bisschen scheiße. Das wäre ein bisschen arg scheiße. Oh, warte, da lasse ich aber die Angel da. Und das und da. Ja gut, obwohl das kann mit. Aber das und das. Wobei, hier ist, glaube ich, da gibt es, glaube ich, gar kein Ding, ne? So. Hallo, Pam. Na, wohl, ich kann erstmal schauen. Vielleicht gibt es oben irgendwas Interessantes im Steinbruch. Ein Rubin. Den nehmen wir natürlich mit. Bushaltestelle muss ich, genau. Hallo, Pam. Ja, bitte. Huch! Jetzt ist die Pam gar nicht mehr mit eingestiegen. Interessant. So. Dann schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Oh, zwei Stück. Nehmen die Früchte, die Kaktusfrüchte und das alles mit, was wir hier noch finden. Weil das sind schließlich auch wieder vorteilhafte Nahrungsgeber. Kokosnuss jetzt zwar nicht, aber die kann man auch aufheben oder verkaufen, je nachdem. Und wir kicken jetzt erstmal hier alles ab. Also siehst du, jetzt habe ich meine Hacke nicht dabei für die Würmchen. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. So, gut. Wir haben ein paar Kaktusfrüchtchen bekommen. Und wir sind jetzt fit, um uns... Na, Mauspad, komm her. Um ein bisschen auf Jagd zu gehen. Oh, war das knapp. Ich weiß nicht, gibt es da unten denn was Besonderes? Gold. Oh, ich traue mich gar nicht, da durchzugehen. Weil ich Angst habe, dass es dann so wacht und wieder diese ganzen Drachenviecher kommen. Ich gehe auch wieder zurück, ne? Nimm's mir nicht böse, aber mir ist das einfach zu risikoreich. Mir ist das persönlich einfach zu riskant.
Ich sehe leider auch nicht, ob ich da unten was kriege oder nicht. Ich meine, doof, wenn da unten was gewesen ist, das ich jetzt halt nicht krieg, aber noch bekloppter wäre es, wenn ich da unten ankomme, es da überhaupt nichts zu holen gibt. Nee, da gehe ich wieder raus. Es... Hallo? Ist das euer Ernst? Hallo? Ich möchte hier raus. Ich möchte das neu starten. Was ist denn los? Oh, Nase. Ah, ich muss... Hallo? Wollt ihr mich veräppeln? Habt ihr da jetzt auch noch was dran gedreht oder was? Och Leute, ernsthaft. Ich sag bloß, die haben da jetzt auch irgendwas... Ah, jetzt. Ich spalt, Alter, ey. Ich dachte... Das wäre richtig asozial gewesen. Das wäre richtig ätzend gewesen. Wenn da jetzt keine neuen Dinger mehr kommen würden, sondern nur noch ausschließlich irgendwie dieselben... Aua. Hä? Achso, da war eine Treppe dazwischen. Gut. Da ist nichts. Dann lassen wir uns mal durchs Löchlein fallen. Tschö. Toll. Mehr nicht. 5 Ebenen. Krass. Ach. Oh, shit. Den habe ich jetzt nicht gehört. Den habe ich jetzt nicht gehört, weil ich mich gerade gejuckt habe. Dankeschön, du blödes Teil. Noch einer. Thermalstiefel. Ist ja interessant. Au! Alter, was? Alter, was der abzieht. Sag mal, spinnst du oder was? Alter, wie krass. Das ist ja krass, was der abzieht. Boah, ey. Was die mal einbringen könnten, wäre ein bisschen stärkere Rüstung. Das könnten sie mal so langsam einbringen. Dass man hier unten nicht mal so schnell kaputt geht. Na, dann kriege ich überhaupt hier irgendwas. Plus 3 Fischen. Ach, das ist zum Angeln. Hui, wo ist die Treppe? Gib mir die Treppe. Au. Oh, eine Omnigeode. Gehe ich halt wieder raus. Oh, komm schon, gib mir was anderes. Was ist das denn? Was sind das denn für Dinger? Ach, das sind ganz normale Geister, oder was? Na, super. Als ob das nicht... Hallo, jetzt lass mich, jetzt gib mir doch mal was anderes. Hallo, hier kommt langsam das Viech auf mich zu. Och, komm schon, das ist doch scheiße. Was soll das denn? Was haben die da schon wieder verbockt? Ah! Was haben die da schon wieder dran gedreht, ey? Ja, ist in Ordnung. Wo? Oh toll, ein Diamant. Gut, gib viel Geld. Ich, Iridium wäre mir trotzdem lieber. Viel Iridium.
eigentlich nichts. Da ist auch nichts. Haben wir alles geplündert. Und deswegen gehe ich in der Spirale auch eigentlich eher ungern in die Mitte, weil vermutlich sowieso schon alles geplündert ist. Oh, vier Iridium-Erze. Ei, geil. Das gibt wieder ein zusätzlicher Sparrinkler. Nein. Hallo? Jetzt stirb doch mal endlich. Und noch einmal Iridium. Juhu. Aber Moment. Hallo? Jetzt ess doch mal. Erstmal was zu futtern hier noch. Ach. Ach ja, komm her. Lege ich dich auch noch aufs Kreuz. Zack. So. Hui, so ein einzelner kleiner. Komm, geh weg. Tschüss. Okay, hier war ich schon. Ich verstehe das nicht. Warum? Warum machen die das? Ich meine, weißt du, wenn sie die Mine schon so unfassbar heftig machen und und kein Speicherding zwischendrin haben, dann brauchen sie sich nicht zu wundern, wenn die Leute hergehen und einfach immer räumchenweise das machen. Da brauchen die sich nicht zu wundern. Weißt du, dann herzugehen und das so ein bisschen zu vermiesen, indem dass man irgendwie nur alle, keine Ahnung, 15 oder 20 Versuche lang die Mine ändert, ist doch scheiße. So, das und das. Oh, ich kann zwei Stück machen. Juhu. Das. Das kommt weg. Das kommt weg. Das. Das. Das und das. Und das. Und das. Und das. 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 So, und jetzt erstmal hier. Oh, das klingt auch wieder ein bisschen anders da. Das Einfüllen. So, jetzt erst nochmal schnell. Ja, ich weiß, dass wir 0 Uhr haben. Das muss aber noch sein, ne? Das muss doch sein. Wenn wir schon Honig ernten können, dann machen wir das auch. Ach, guck. Nein, danke. Oh, das ist vielleicht nicht so gut. Och nö, jetzt kann man auch noch das ernten. Jetzt, wo wir irgendwie 12:30 nachts haben, hättest du das nicht früher sagen können. So, naja gut, wir müssen ohnehin... Wir müssen ohnehin erst schlafen. Aber... Komm. Das wird alles verarbeitet. Na gut, wobei, das kann ich eigentlich verkaufen. Du kommst da rein. Hier nehme ich wieder alles mit. Energie haben wir eh voll, da macht das nichts. So, das kommt hier rein. Die machen wir morgen zusammen und bauen und pflanzen sie wieder an. Und die Katze liegt mal wieder direkt vorm Bett. Schön, gehen wir halt von hinten rein. So. Gut, dann passt das. Alter, schon wieder 30.000. Boah. Hammer.
Und im Herbst wird das vom Honig dann noch mehr, weil es dann dieser Feen, diese Feenrose ist und die haut richtig rein vom Geld. Schön. Schön. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und wo wir dann wieder fleißig weiter am Anbauen sind. Ne? Also macht's gut. Tschüss.